Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Polestar 2, eines der vielleicht schönsten Elektroautos für mich auf dem Markt. Und er hatte mich letztes Jahr, als er auf den Markt kam, in meiner ersten kurzen Kontaktaufnahme richtig geflasht. Und aus dem Grund war es klar, ich brauche dieses Auto hier, um es euch zu zeigen. Vorstellen zu können. Und hier steht er nun, der Polestar 2 Dual Engine, so wie er in den Markt letztes Jahr eingeführt wurde. Zwei Elektromotoren, einer vorne, einer hinten, 300 kW Leistung, also richtig Schmackes auf dem Kessel und ja, durchaus noch akzeptable Abmessungen, sollte auch ausreichend Platz bieten. Wir wollen natürlich herausfinden, wie er sich im Alltag fährt. Wir wollen herausfinden, wie effizient diese zwei Elektromotoren arbeiten und wie weit wir mit der 78 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie kommen. Also schicken wir ihn natürlich auf unsere Verbrauchsrunde. 50% Überland, 40% Autobahn. Und weil er so performant ist, darf er 140 auf der Autobahn laufen, im Gegensatz zu 130 bei den anderen Elektroautos. Und 10% sind dann noch Stadtverkehr. Und als Besonderheit wollen wir heute auch noch einen Blick auf die Einstiegsvariante werfen. Denn wir fahren nachher noch die Single-Engine-Variante, die jetzt frisch in den Markt eingeführt wurde. Das heißt also, wir haben nur einen Elektromotor vorne, zwei Antriebsbatterie-Varianten, aber dazu dann auch später mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt, wenn ihr dem ganzen Kanal ein Abo gebt und einen Daumen nach oben für dieses Video und natürlich auch euren Kommentar da lasst, damit wir am Ende von diesem Video miteinander über den Polestar 2 diskutieren können. Ich würde mich freuen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi, und dem Polestar 2 bei diesem Video. Ich bin unterwegs im Polestar 2. Polestar, die Marke, gehört zum Geely-Konzern, also einem chinesischen Unternehmen, wozu auch Volvo und Lynk & Co. gehören. Na klar, die Verwandtschaft zu Volvo, die sehen wir. Er teilt sich auch die gleiche Plattform mit dem Volvo XC40 übrigens. Und den habe ich euch auch schon vorgestellt. Die vollelektrische Variante hat nämlich denselben Antriebsstrang. Optisch allerdings orientiert sich Polestar so ein bisschen an diesem kühlen, skulpturellen Design der Marke Volvo mit Thors Hammer in den Scheinwerfern als LED-Tagverlicht unter anderem, breiten Schultern und sehr weit ausgestellten Fond-Kotflügeln, wie wir hier sehen. Der Wagen ist 4,61 Meter lang und nur 1,47 Meter hoch, dafür aber recht breit mit 1,99 Meter ohne Außenspiegel, also hat schon ein sehr sportives Standing auf der Straße. Wir haben hier auch noch das Performance-Paket verbaut mit 20 Zoll Rädern, einer dezenten Tieferlegung und natürlich den ganzen Schwedisch-Gold-Elementen an, hier unter anderem den Gurten oder aber ja an Ventilkappen, an Brembo-Bremsanlagen mit speziellen goldfarben lackierten Zangen. Also das wertet den Wagen hier noch unheimlich auf. Die 20 Zoll Räder, die hier drauf sind, schauen auch extrem schick aus. Aber viel wichtiger als natürlich die Optik sind auch die inneren Werte. Und da schauen wir dann einmal, haben wir zunächst einen Frunk, also einen vorderen Kofferraum unter der ehemals Motorhaube genannten Klappe. Da befindet sich dann ein kleines Fach, da kann das Ladekabel wunderbar rein oder aber auch noch Kleinutensilien. In den großen Kofferraum im Fond passen dann 405 bis 1095 Liter. Die Heckklappe schwingt weit auf, ist sogar elektrisch hier zu öffnen und zu schließen. Wir haben eine fast ebene Ladefläche, wenn wir die Rücksitzlehne im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegen. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. Da geht auch richtig gut was rein hier in den Kofferraum. Kinderwagen war gar kein Problem. Wir haben zwar eine hohe Ladekante, aber das ist eher ja, der Schönheit, sage ich jetzt einmal, geschuldet. Im Fond sitzt es sich dann mit meiner Größe durchaus akzeptabel hinter meinem imaginären Ich. Ich habe gut Beinfreiheit. Die Kopffreiheit ist etwas eingeschränkt durch die abfallende Dachlinie. Auch die Kopfstützen lassen sich nicht in der Höhe einstellen. Aber ich fühle mich hier hinten wunderbar gut aufgehoben, habe eine Mittelarmlehne, habe zusätzlich auch Luftausströmer, zwei USB-C-Anschlüsse und eine Sitzheizung für die Außenpositionen. Zusätzlich gibt es natürlich auch
auch Isofix-Verankerungen hinter Kappen hier, sodass die Kindersitze auch gut untergebracht werden können. Eine weitere Isofix-Verankerung findet sich auf dem Beifahrersitz. Der Fahrer und der Beifahrer sitzen auf toll ausgeformten, super bequemen Sitzen. Der komplette Innenraum übrigens ist komplett vegan. Wir haben hier also keine tierischen Produkte verwendet, auch nicht am Lenkrad. Das sind alles Textilien, die auch aus nachwachsenden Rohstoffen unter anderem verbaut sind. Diese Sitze fühlen sich so ein bisschen an wie so eine Softshell-Jacke außen vom Stoff her. Ist durchaus angenehm und ist jetzt auch nicht zu schwitzig. Und wenn wir uns den Innenraum anschauen, hier sehen wir auch wieder weitere Anleihen aus der Volvo-Produktpalette. Auch hier wieder alles kühl und nüchtern gehalten. Sehr gute Materialien. Alles fühlt sich haptisch wunderbar an. Und es ist brutal aufgeräumt hier drinnen. Ich finde, selten habe ich mich in einem Auto so reduziert gefühlt, wie jetzt hier im Polestar 2. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument und ein großes Tablet quasi hier in der Mittelkonsole. Und das beherbergt eine Besonderheit, nämlich auch beim Blick hier auf das Instrument, auch beim Blick hier in den Innenraum gefällt der Polestar 2 mit kühler Nüchternheit, hoher Materialqualität, einem komplett veganen Innenraum, den wir hier haben. Keine tierischen Produkte, auch einige Recyclingprodukte. Die Sitze, der Sitzstoff fühlt sich so ein bisschen an wie eine Softshell-Jacke, so ein bisschen rauer. Macht einen guten Eindruck. Die Sitze sind straff gepolstert, bieten auch einen guten Seitenhalt. Und die Verarbeitung hier drinnen im Polestar 2 ist wirklich sehr gut. Die Materialien fühlen sich alle hochwertig an. Und die Übersicht hier, das ist wirklich auf das Nötigste reduziert und die Bedienung fast schon intuitiv. Das hätte man gar nicht gedacht. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument. Da können wir uns entweder die Karte anzeigen lassen oder fahrerrelevante Informationen. Dann in der Mitte das fast schon tabletartige Betriebssystem, den Media-Bildschirm, der gesteuert wird von Android Automotive, also dem Google-Betriebssystem für Autos. Wir navigieren hier also mit Google Maps und wir können auch über den Google Play Store uns verschiedene fahrzeugrelevante Apps hier in das Fahrzeug hineinladen und diese dann auch während der Fahrt ganz normal nutzen, genauso wie den Google Sprachassistenten für die Bedienung hier im Fahrzeug zur Verstellung von Radiosendern oder Einstellen der Temperatur etwa. All das ist hier mit dem Google Sprachassistenten nötig. Auch die Bedienung hier für die einzelnen Menüs ist sehr reduziert. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Man kann die Fahrzeugeinstellungen holen, man kann sich in die Apps reingehen oder aber die Klimasteuerung hier über das Touch-Display bedienen. Was ich gut finde, es gibt immer noch einen physischen Lautstärkenregler hier auf der Mittelkonsole. Und dahinter ist dann auch der Stick für das Eingang-Reduktionsgetriebe. Einen Schlüssel brauchen wir in dem Sinne nicht mehr, beziehungsweise einen Startknopf brauchen wir hier nicht mehr. Den Schlüssel müssen wir einstecken, denn sobald wir dann eingestiegen sind, ziehen wir einfach nur den Stick hier auf D und schon geht die Fahrt dann auch los. Die Fahrt mit dem Polestar 2 Dual Engine ist dann auch sehr sportiv. Wir haben zwei Elektromotoren hier verbaut, einer an der Vorderachse, einer an der Hinterachse. Die arbeiten unabhängig voneinander. Ein Allradsystem ergibt sich daraus auch. Und wir haben eine 78 Kilowattstunden fassende Batterie, von der wir 75 Kilowattstunden nutzen können. Ladezeit haben wir hier ungefähr 35 Minuten auf 80% mit maximal 150 kW Ladeleistung via CCS und an einer 11 kW Wallbox können wir dann in 7 Stunden den Akku auch wieder komplett auffüllen. Interessanter natürlich aber das Thema Performance, denn mit 300 kW auf ungefähr 2,1 Tonnen Leergewicht ja, da geht schon ordentlich was. Dadurch, dass die Elektromotoren permanent erregt sind, hängen sie auch wirklich super am Gas. In nur 0,5 Sekunden wird die Kraft komplett bereitgestellt. Und wenn man dann einmal drauf drückt, dann schiebt der Polestar auch richtig vorwärts.
4,7 Sekunden geht es vom Stand auf Tempo 100 und eine große Besonderheit gegenüber den Volvo-Modellen, der Polestar 2 Dual Engine darf 205 Stundenkilometer auf der Autobahn laufen, wenn man denn freie Bahn hat. Einen kleinen Wehmutstropfen für einen oder anderen wird es geben hinsichtlich des Fahrwerks, denn der Polestar 2 ist sehr straff abgestimmt und wenn man sich dann auch noch das Performance-Paket mit den manuell einstellbaren Öhlins-Dämpfern hier reinholt, wohlgemerkt, wir können das nicht während der Fahrt oder ähnliches verstellen, wie gesagt, manuell verstellbar und für die hinteren Dämpfer müssen wir dann in die Werkstatt, also das ist ein bisschen kontraproduktiv. Und das ist schon sehr, sehr straff abgestimmt und gerade im Stadtverkehr wirkt es dann schon etwas holprig. So je schneller man dann wird und auf der Autobahn, desto angenehmer wird es dann dennoch. Wir fahren jetzt hier nämlich diese 20 Zoll Räder, haben aber auch schon etwas weichere Winterreifen drauf, die also noch ein bisschen mehr Kraft aufnehmen können und abfedern. Bei den Windgeräuschen, die sind gut gedämmt, auch bei hohen Geschwindigkeiten wird es hier drinnen nicht zu laut, obwohl wir auch hier eine große Glasplatte als Panoramadach drinnen verbaut haben. Die Lenkung gefällt mit direktem Ansprechverhalten, könnte aber etwas mehr Präzision vermitteln oder Fahrbahnkontakt vermitteln, wie ich finde. Dennoch macht der Polestar 2 Dual Engine richtig viel Spaß und jetzt wollen wir aber erst einmal wissen, wie fährt sich denn eigentlich der Single Engine? Ich bin unterwegs mit dem Single Engine, da sind wir einmal umgestiegen, wir haben ein neues Interieur und zwar das edelste mit Napa-Leder, belüfteten Sitzen, schaut schon sehr, sehr elegant aus, aber natürlich viel interessanter ist, wie fährt er sich gegenüber dem Dual Engine. Wir haben nur noch einen Elektromotor an der Vorderachse, der treibt auch diese an, das heißt also einen Frontantrieb haben wir jetzt hier, 165 kW. In der Basis leistet dieser Motor dann und ist gekoppelt an eine 64 Kilowattstunden große Antriebsbatterie. Wir können diese aber dann aufrüsten für 3000 Euro auf 78 Kilowattstunden. Dann bekommen wir auch 5 kW mehr Leistung, weil wir natürlich auch mehr Power aus der Batterie rausziehen können. Die Reichweite steigt dann laut WLTP auf über 500 Kilometer. Und natürlich ist jetzt erst einmal interessant, wie schaut denn der Verbrauch dann gegenüber der Dual Engine Variante aus. Da kann ich euch sagen, er ist auf alle Fälle schon mal merklich sparsamer. Das erkennt man so grob. Kann man schon mal sagen, dass so ungefähr 3 bis 4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer die Differenz ist. Und das schlägt sich natürlich auch deutlich auf die Reichweite nieder. Wir fahren jetzt auch hier tatsächlich einen Polestar ohne das Performance-Paket, das heißt also mit dem Standardfahrwerk und 19 Zoll Bereifung. Und da kann ich euch auch sagen, das ist merklich verbindlicher. Und da haben wir dann auf alle Fälle nochmal deutlich mehr Restkomfort. Wobei man allerdings sagen muss, einen kleinen Manko gibt es und zwar bei nasskaltem Wetter wie jetzt, da ist die Vorderachse dann durchaus etwas schneller mit der Kraft überfordert, wenn diese einfach mal direkt per Fahrpedal einfach auf den Boden gebracht werden soll, da ringt dann die Vorderachse durchaus etwas nach Traktion.
Es regnet hier in Köln. Die Fahrt war sehr lange, wie wir feststellen können. Denn von unserer Verbrauchsrunde hier nach Köln sind es doch noch ein paar Kilometerchen. Das lag einfach daran, da wir jetzt hier auch noch das Fahrevent haben zum Polestar 2 mit nur einem Elektromotor. Und da möchte ich doch jetzt einfach mal ganz kurz das Fazit ziehen. Das ist relativ knapp und klar. Nehmt den Single Engine mit der großen Batterie. Dann habt ihr nämlich das größte Manko des Polestar 2, und zwar die weniger effiziente Arbeitsweise des Antriebsstranges kompensiert. Also habt ihr dann nämlich auch eine ordentliche Reichweite. Aber wie sah es denn in der Praxis aus? Da sieht es so aus, den Dual Engine bin ich auf unserer Verbrauchsrunde gefahren. Der hat 21,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer laut Bordcomputer verbraucht. An der Ladesäule waren es dann rund 24 Kilowattstunden. Das ist schon eine große Gap auf alle Fälle dazwischen. Gut, Ladeverluste, vielleicht Ungenauigkeiten auf dem Bordcomputer. Wie dem auch sei, dennoch 24 Kilowattstunden, das ist doch sehr viel für dieses Fahrzeug. Und am Ende kommt man mit der 75 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie dann eben knapp 300 Kilometer weit. Das ist für ein modernes Elektrofahrzeug okay, aber immer noch nicht so richtig gut. Dafür aber dann eben die Single-Engine-Variante, die ich jetzt noch gefahren bin, die zeigt deutlich, dass dieser fehlende Motor dabei hilft, natürlich Energie zu sparen und auch mit dem großen Akkupaket deutlich besser zu haushalten. Das heißt also, da sind Kilometer, 330, 350 Kilometer Reichweite auf alle Fälle drinnen, und aus dem Grund ist das auch meine klare Empfehlung. Das gesparte Geld, die 6.000 Euro etwa fürs Performance-Paket, könnt ihr abziehen, weil er da zu hart ist. Und dann nochmal ungefähr knapp 6.000 Euro für den Antrieb, das sind schon mal 12.000 Euro. Die reduzieren wir dann, das Ganze. Und dann ist der Wagen voll förderfähig, da das Ganze immer noch aus Ausstattungsoptionen sind. Heißt, ihr könnt noch 9.570 Euro Förderung abziehen. Und dann habt ihr ein echt gutes Elektrofahrzeug für knapp über 40.000 Euro. Finde ich geil, mir gefällt er gut. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen, dieses Video zu sehen. Schreibt mir unten in die Kommentare eure Meinung. Vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst auch wieder hier bei UbiTestet auf dem Kanal. Ich schaue mir jetzt die Stadt Köln noch ein bisschen an und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.